Heute schauen wir uns zusammen diesen dicken Brummer an. Das ist ein Journal, bei dem ich würde mal sagen, milde eskaliert bin. Und ich freue mich ganz besonders, weil da die ersten Kommentare aus unserem Verlosungsvideo drin verarbeitet sind. Also lehn dich zurück, hol dir was Schönes zu trinken, mach's dir so richtig gemütlich und mach mit mir einen kleinen Spaziergang durch die Welt der Waldelfen im Fantasy Forest. Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin bei diesem Journal so eskaliert, dass ich es auch erst auf die letzte Minute wirklich fertig bekommen habe. Heute, wo ich dieses Video drehe, ist Samstag. Das heißt, morgen geht es on. Also für dich ist Sonntag. Also habe ich es dann für dich quasi gestern gedreht. Und Roland ist mir aufs Dach gestiegen und hat gemeint, jetzt mach mal hinne hier. Ich muss das noch schneiden. Du musst jetzt mal fertig werden. Und ja, ich hatte Schwierigkeiten aufzuhören. Von außen habe ich das nochmal mit diesem runden Buchrücken gemacht. Tutorial habe ich unten drunter verlinkt. Es ist mit der Stamperia-Schablone und Strukturpaste mit diesen Laubblättern. Wie sieht man die Blätter am besten? So. Mit diesen Laubblättern bearbeitet. Und dann habe ich das Ganze angemalt. Ich wurde gebeten, mal genauer zu sagen, welche Farben ich verwende. Und da gibt es hier eine Besonderheit. Es ist auch eine Folkart-Farbe und zwar heißt die Malachit Metallic. Diese Farbe gibt es aber noch nicht im Online-Shop. Die kommt im Laufe der Woche. Warum ist das so? Ganz einfach, ich habe diese Metallic-Farben mir zur Probe bestellt. Ich wollte die erstmal testen und gucken, ob die was taugen. Und ich habe mich also schockverliebt in dieses Malachit-Grün. Ich mache das mal auf, könnt ihr euch das mal im Deckel angucken. So eine Farbe, das hat so einen ganz leichten metalligen Schimmer. Ich fand es den Hammer. Aber Metallic war zwar schön, aber das war nicht schön genug. Ich habe dann noch eine dicke Ladung von dem Mod Podge Glitter Extreme oben drüber gegeben. Einmal, um das Ganze zu versiegeln und dann, ja, noch mehr Schimmer und Glitzer geht ja gar nicht. Ich wollte magisch funkeln haben. Und ja, ich bin auch ein bisschen mit schwarzer Acrylfarbe, beziehungsweise dann auch zum Teil in die Ecken hier mit Stempelfarbe einfach gegangen. Mit den Distress Inks, nicht mit den Oxides bin ich da drüber, damit das ein bisschen dunkler und nicht so neu und ein bisschen abgeranzter aussieht. Hier sieht man das auch ganz schön, ne? Einfach über die Ecken mit der schwarzen Stempelfarbe drüber. Hier habe ich das Ganze fixiert mit diesen kleinen Ahornblättchen. Die gibt es ja bei uns im Online-Shop. Das Material, wie immer, ist unten drunter in dem Katalog Fantasy Forest. Da habe ich alles reingetan. Mein Clip ist gerade abgegangen vom Rumfummeln. Denn der Verschluss ist auch mal was anderes. Und so habe ich da unseren Zauberbaum verwendet. Das ist ein Design von mir. Ich bin ja eigentlich Schmuckdesignerin. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann, dass dieser Baum ein Gesichtchen hat. Und den gibt es schon sehr, sehr lange bei uns im Shop. Ich bin gar nicht sicher, aber ich muss nachher mal gucken. Ich meine, wir hätten sogar ein Tutorial dazu, wie man diesen Baum dekoriert mit diesen kleinen Steinchen. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn ich den abmache. Ihr seht das von hinten, da sind Löcher in den Zweigen. Und dann kann man einfach eine Perle auf so einen Headpin machen. Wir haben diese Pins mit diesen kleinen Kugeln. Und die mit den Kugeln sind recht weich. Die anderen sind so hart, die muss man mit der Zange biegen. Die kann man auch so biegen. Man muss keine Angst haben, die brechen nicht. Die sind einfach sehr flexibel. Das heißt, einfach Steinchen draufgesteckt, hier durchgesteckt und dann habe ich das einfach drum rumgewickelt. So, da muss man jetzt überhaupt kein Genie sein, da muss man nur ein bisschen rumfummeln und dann hier mit dem Gummiband festgemacht und auch da mit dem Gummiband, damit, wenn das Journal noch dicker wird, damit das Ganze flexibel bleibt und dann kann man das hier einfach festpinnen und fertig. Das ist jetzt auch nicht wirklich eine Shadowbox, wenn man das jetzt so schräg hält. So, seht ihr, das ist auch nur eine Lage von dieser Pappe. Das ist mehr wie so ein Bilderrahmen. Und die habe ich halt benutzt, weil diese Pappe ja Löcher hat, diese Wellpappe. Und da konnte man so schön diese ganzen Zweige reinstecken. Dieses getrocknete Blumenzeug, was ich hatte. Und die Elfen habe ich bearbeitet mit Glossy Accents und mit Glitter, mit Stickles. Damit das alles Glitzer, Glitzer, Glitzer ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein Glitzer-Glitzer-Journal gemacht habe. Von außen kann mich nicht erinnern. Aber da hatte ich jetzt mal so richtig Spaß. Und innen bin ich dann komplett eskaliert, weil ich irgendwie immer weiter dekoriert habe. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich habe alles zusammengesammelt und ich muss sagen, für Nature Journal, ich habe einfach auch so viel Material und wir haben so viele Papiersets, die sich damit kombinieren lassen. Ich hätte noch viel mehr da reinmachen können. Aber der neue Besitzer muss ja auch noch eine Chance kriegen, dieses Journal für sich zu nutzen. Vorne habe ich dann erstmal den schönen Spruch reingeklebt und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen von Astrid Lindgren. Und ich hoffe, du sitzt jetzt da und schaust vor dich hin auf dieses Video. Dann freue ich mich. Diesen Riesentag hier, den hat meine Kreativassistentin gemacht. Die hat mal meine ganzen Pappreste, die ich hier hatte, eingesammelt.
und hat dann mal so eine ganze Menge von diesen Tags gemacht. Die sind vorbereitet, zurechtgeklebt und ich dekoriere die dann fertig. Ich habe dann die Pilze noch draufgeklebt, den Sticker. Ich habe den noch ein bisschen eingefärbt, der war halt vorher nicht grün. Aber die Konstruktion von dem Tag als solches mit diesen Taschen, das war schon fertig. Und das ist für mich natürlich unglaublich hilfreich, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft, dass ich da so vorbereitete Sachen habe. Weil dann geht es ein bisschen schneller mit dem Journal basteln. Und dann kann man auch in Ruhe eskalieren, wenn man so die Basis gar nicht mehr machen muss, sondern das nur noch fertig dekorieren. Die zweite Besonderheit an dem Journal ist, dass nochmal ein Set von diesen Postkarten da drin ist. Die hat meine Freundin, die Vicky, gemacht. Die hat vor Jahren, ich weiß nicht wann das war, das Elfenfest auf Schloss Pichel. Ich glaube, das gibt es jedes Jahr, aber damals hat sie das noch mitorganisiert. Dort werden Menschen mit Bodypainting und Verkleidung und so weiter zurechtgemacht und die laufen dann da in dem Garten rum. Und ich meine, die machen da auch so Theaterstückchen und sowas. Ich war da selber nicht dabei. Ich kenne nur diese Bilder und ich habe ihre Erzählungen halt, als sie das organisiert hat, mitbekommen. Und damals hat sie dieses Postkartenset entworfen. Dieses Set gibt es nicht zu kaufen, nirgendwo. Man kann das auch nicht nachbestellen oder sonst irgendwas. Das gibt es nicht mehr. Die ist fertig. Die Serie ist durch. Aber ich habe noch ein paar. Und weil die so fantastisch in diesen Fantasy Forest passen, habe ich die hier mit reingemacht. Das heißt, der Besitzer von diesem Journal hat da was recht Besonderes, denn an diese Postkarten kommst du nicht mehr ran. Und der Spruch darauf ist, wirklich reich ist, wer mehr Träume in seiner Seele hat, als die Wirklichkeit zerstören kann. Demnach bin ich Millionär. Ich finde es also herrlich und besonders faszinierend finde ich, dass das halt nicht irgendwie mit irgendeiner KI erstellt ist, sondern dass das wirklich richtige, echte Menschen sind. Die waren da, die hat da vor dem Baum gestanden und posiert, damit Vicky die fotografieren kann. Das fand ich also total toll. Ja, hier vorne habe ich dann unsere Elfe, die oder wer auch immer in diesen Wald verschwindet. Und das ist ein kleiner Tag aus dem Zauberschulpapierset. Und ich finde, er sieht so aus, als ob er 100% in den Fantasy Forest gehört. Achso, hier machen wir mal gerade auf. Das ist ein kleines Extrabüchlein für ein paar Notizen. Da könnte der neue Besitzer ja raufschreiben, woher er dieses Journal hat oder wofür das sein soll. Das ein Tagebuch wird oder, keine Ahnung, ein Kochbuch oder was auch immer. Hier habe ich eine Collage zusammengeklebt mit unserem Seidenpapier. Und das ist von der Rahmen, das ist Ephemera von Stamperia. Alte Buchseite. Und dann habe ich natürlich jede Menge Sticker. Da habe ich Millionen, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Stickern hier bei mir rumfliegen. Als ich das Bastelzimmer umgeräumt habe, habe ich aus jeder Ecke irgendwo ein Tütchen mit irgendwelchen Stickern geholt, die ich gekauft habe, die ich geschenkt bekommen habe, irgendwo bestellt, aus irgendwelchen Happy Mails. Herkunft unbekannt, weil ich die ja immer rausnehme aus den Tüten. Aber was mir halt gefällt, ist, dass das so schön glitzert. Und dann habe ich hier mal Handmade by Jutta Wittley, Funkelkram und das Datum mit reingeschrieben. Da wurde ich auch drum gebeten von anderen Junk Journal Besitzern, die Journal bei mir gekauft haben. Ich signiere alle meine Journal, aber ich tue das sehr versteckt. Also man muss wirklich suchen, um die Signatur zu finden. Die Unterschrift irgendwo am Rande, meistens ist es hier irgendwo unter den Seiten. Aber die haben mir halt gesagt, so mach das doch mal so, dass man das sieht. Ja, warum? Das muss man doch nicht suchen, das ist doch schön. Und ich möchte gerne, dass das von dir unterschrieben ist, das Journal. Ha ja, okay. Und das Coole bei einem Junk Journal ist ja, wenn das jetzt dem neuen Besitzer nicht gefällt, kannst du einfach überkleben. Ja, Seite von unserem Papierset, das ist einfach Vellum, Briefpapier. Ja, und diese Wallis, das ist auch schön. Die habe ich auch ausgebuddelt in irgendeiner Kiste, sind die zum Vorschein gekommen. Damit hatte ich vor, es muss also mindestens 12 bis 15 Jahre her sein, das Kinderzimmer meiner Tochter dekoriert. Da hatten wir ein Dachfenster und da haben wir am Dachfenster rundherum hatten wir solche Elfen hingeklebt. Das waren so ja, Wandaufkleber im Prinzip, wenn man so will. Die kann man so nass machen und an die Wand, dann bleiben die da kleben. Und wenn man die dann ansprüht, dann gehen die auch wieder ab. Den habe ich jetzt natürlich mit Funkelkramkleber hier reingekleistert. Aber passt doch fantastisch in dieses Journal. Keine Ahnung, ob sowas noch gibt auf dem Markt, weil wie gesagt, die sind wirklich alt. Dann mit der Schablone gearbeitet und hier nochmal aus diesem Nature Book. Es ist nicht Edith Holden, es ist was anderes, aber dem Ganzen sehr ähnlich. Und ich finde, das passt halt einfach auch zu dem Forest. You are a magical being. Ja, sie ist wirklich ein magisches Wesen, kann man genauso sagen. Ja, dann habe ich einfach, weil es farblich so schön gepasst hat, hier nochmal so einen kleinen Brett dran gemacht. Ein bisschen Sticker, noch eine Collage. Ich habe sehr, sehr viele Collagen hier drin. Ich war da so im Wahn, ich habe die ganzen Postkarten zerlegt und ich konnte nicht aufhören, diese Cluster zusammenzukleben. Das macht so einen Spaß. Und das ist auch wieder dieses goldene Seidenpapier. Dann ist eine alte Buchseite. Dann habe ich hier ein bisschen Leinen darunter.
da oben eine Feder, hier ein kleiner Rest von der Maulbeerbaumrinde. Also da habe ich wirklich alles draufgekleistert, was ich irgendwie finden konnte. Und gerade diese Mischung von verschiedenen Materialien macht es dann ja halt. So, kleine Papiere ein bisschen quer eingebunden. Die sind aus dem Mystery Set. Und das ist das Elfenbuch natürlich, ne? Das Booklet, das Bastelbooklet vom Elfenpapier. Aber warum nicht? Ich meine, im Fantasy Forest sind ja nun mal auch Elfen. Also kann ich da ja auch die Reste mit reinnehmen. Bisschen Schablone, bisschen gestempelt. Dann haben wir hier die magische Bibliothek. Und da kommen dann die ersten Kommentare. Für die, die das nicht mitbekommen haben, kann ja sein, dass dieses Video sich irgendeiner in 2 Jahren anguckt. Es gab eine Verlosung zu diesem Papierset und die Bedingung war, um an der Verlosung teilzunehmen, man musste sagen, wie man heißt, also was man für einen Namen im Fantasy Forest hat und was für eine Figur man in diesem Wald gerne wäre. Und unter all den Einsendungen, also den Kommentaren, die da drunter waren, haben wir dann eben dieses Papierset verlost. Und die Kommentare waren so wunderbar, dass ich gesagt habe, ich werde da nach und nach immer wieder mal welche von nehmen und werde die mit in meine Journals arbeiten. Und hier kommt einer der ersten von Andrea Herbst. Wenn ich in diesem Wald leben würde, wäre ich gerne ein dicker, fetter, gemütlicher Pilz. Ein Türsteherpilz namen Apriporta commodorata. Komm doch rein. Apriporta, komm rein, herrlich. Ich stehe an der Eingangstür zur Bibliothek und lasse nur die Wesen eintreten, die mit guten Absichten kommen. Alle anderen puste ich an und verwandle sie vorübergehend oder auch dauerhaft, je nach Schweregrad ihrer Boshaftigkeit, in schwebende Lichter, die keinem Waldbewohner etwas antun können. Stell dir das mal vor. Du hättest diese Fähigkeit, dass jeder, der irgendwie doof ist und dir das Leben schwer macht, du machst mal so, pust, und dann verwandelt der sich in so ein magisches Licht und dann kann der nichts Böses mehr machen. Das wäre doch mal sensationell. Gefällt mir richtig gut. Und dauerhaft, wenn sie richtig blöd sind. Die anderen wären ganz normal, wenn sie sich wieder eingekriegt haben. Die Idee gefällt mir super. Dann habe ich hier von Lydia Masken. Ich wäre Lelina. Lelina ist ein Mischwesen, ein bisschen Elfen, ein bisschen Hexe und Baumgeist. Sie wohnt in der Bibliothek und hilft den Pilzen. Besonders gerne veranstaltet sie Lese- und Erzählnächte für alle Waldbewohner. Die Bücher können alle fliegen, damit jeder gut sehen kann, und natürlich können sie nach Bedarf die Größe verändern. Für die jeweils passende Beleuchtung sorgen die Pilze. Lelina liest aus den Büchern vor oder noch lieber erzählt sie Geschichten aus dem Fantasy Forest. Beim Erzählen kann Lelina die magischen Bilder entstehen lassen, die im Raum schweben, bis die Geschichte beendet ist. Liebe Grüße von Lydia. Lydia, das ist so eine wunderbare Idee, vor allen Dingen, dass die Bücher eben rumschweben und bei jedem, der nicht so gut sehen kann, irgendwie vor der Nase sich dann vergrößern oder verkleinern, damit man alles erkennen kann. Das ist sensationell. Und ich habe ja mal gesagt, das sind die magischen Pilze hier in der Bibliothek, die Sprechenden, die Auskunft geben über die Bücher, wenn man was sucht. Und sie ist dann da, um die zu unterstützen. Und darum habe ich auch hier einen kleinen Charmpilz mit dran gehängt, weil ich die Idee so süß finde. Ach ja, und jetzt noch zur Konstruktion. Man kann die Signaturen natürlich wieder rausnehmen hier. Falls da außerhalb mitgearbeitet werden soll, man die erweitern will oder ich weiß auch nicht. Mir hat letztens jemand erzählt, sie hat ein Journal von mir gekauft, hat die Signaturen rausgenommen, weil sie alte Briefe hatte, die sie da reinmachen wollte. Die wollte sie aber nicht zerschneiden. Und dann hat sie einfach die Signaturen nochmal aufgemacht, hat die Papiere, die sie dazwischen haben wollte, noch reingetan und hat die einfach wieder zusammengenäht und hat das dann wieder reingetan ins Buch. Fand ich so klasse, die Idee zu sagen, ja klar, natürlich, man kann diese Signaturen, wenn man sie rausnehmen kann, ja auch erweitern. Wenn man nicht kleben möchte, kann man die Dinge mit einnähen. Das ist wirklich eine ganz coole Idee. Deswegen dachte ich, ich erwähne das mal. Hier haben wir dann noch so eine schöne Elfe und da gab es eben auch noch mal so einen passenden Kommentar, den ich hier mit reingeklebt habe. Ich wäre die Elfe Lucia, abgeleitet von La Luz, dem Licht, die sich wahlweise in ein Glühwürmchen verwandeln kann und in einem der riesigen magischen Bäume wohnt und diesen Nacht für Nacht mit all ihren Geschwistern zum Leuchten bringt. Tagsüber fliege ich in Elfengestalt durch den Wald und tanke das Sonnenlicht für die Nacht. Und nachts leuchte ich als Glühwürmchen und versprühe magisches Licht. Und wer einen meiner Lichtstrahlen erhascht, bekommt augenblicklich ebenfalls magische Kräfte, die sich aber bei jedem anders äußern können. Liebe, liebe Lucia, flieg doch bitte mal bei mir vorbei. Ich könnte unbedingt ein paar magische Kräfte brauchen. Würde mich freuen, wenn mich da mal einer anleuchten würde. Ich würde mich zum Beispiel gerne 4 teilen, damit ich meine Arbeit besser geschafft bekomme. Ja, und das ist auch wieder aus dem Elfenbooklet hier.
Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. Und das passt ja fantastisch hier zu diesem Baum. Dann einfach noch ein bisschen Papier bestempelt. Und hier kommt dann schon gleich der nächste Kommentar zu der kleinen dicken Madame. Ich bin Fanny. Ich bin die Fanny-Elfe Lolli. Ich mache ständig Quatsch und spiele mit allen, verbreite damit Freude und Spaß und Lachen, das so laut ist, dass es im ganzen Wald zu hören ist und alle sind glücklich. Wenn es mal einem Waldbewohner nicht so gut geht, bin ich da, um ihn aufzumuntern. Ich bin überall im Wald zu Hause. Liebe Grüße von der Lotti. Und dann habe ich mir die Madame hier so angeguckt und habe gedacht, die sieht genauso aus, als ob sie genau sowas tun würde. Den ganzen Tag Quatsch machen und alle zum Lachen bringen. Gefällt mir sehr. Hier guckt dann noch eine Ecke raus. Schön grün, passend zum Pilz, weil hier habe ich es mir dann ganz leicht gemacht. Da habe ich das dann mal ohne zu hinterkleben einfach aufgeschnitten. Da das ja von vorne und von hinten schön ist, kann man ja dann das von beiden Seiten gut finden, was da drin steckt, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich es zu weit reingeschoben. So, sonst fällt er durch. Das ist also unser Chamäleon, einer von unseren Chamäleon-Jungs. Und nochmal jemand da mit dem roten Hut, die mir so gut gefällt. Hier habe ich ein bisschen mit Stemperia gestempelt. Auch wieder aus dem Postkartensettenbild. Ein bisschen Vellum. Und hier die Elfen. Auch da habe ich jetzt mal einfach die Flügel so ein bisschen so ausgeschnitten. Die könnte man auch noch beglitzern und man könnte sie mit Glossy Accents noch bearbeiten. Aber ich habe sie so gelassen, weil ich eben dem neuen Besitzer da ein bisschen freie Hand geben wollte, das noch zu gestalten. Und ich habe es auch mit Absicht hier nicht festgeklebt, denn das könnte man, ja, dass es dann unten drunter so rausguckt, könnte man noch irgendwie gestalten. Man könnte hier noch eine Pocket draus machen. Ich habe gedacht, lass es mal. Nicht zu viel. Ich habe hier schon sowieso so viel drin gearbeitet, dass ich mal so ein bisschen Freiraum noch lassen möchte. Ich nehme das mal erst raus. Das ist einfach ein kleiner Rest, der war über. Habe ich gedacht, den steckst du mal hier noch mit rein. Natürlich will der da nicht rein. Egal, wir gucken erst noch mal das Heftchen an. Auch das ist nackig. Da kann man dann noch irgendwelche geheimen Botschaften aufschreiben. Dann habe ich hier noch das Gedicht vom Elfengarten. Das ist in diesem Booklet ja mit drinne. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor, das haben wir schon so oft gehört. Ich denke, ne, das ist, wer meine Elfenbücher gesehen hat, der hat auch schon mal dieses Gedicht gehört. Ich schreibe so viele Gedichte. Ich mache irgendwann ein Lyrik-Journal, wo ich die alle drin sammle. Dann können alle die, die gerne Gedichte haben, sich ganz in Ruhe alles anhören. Und die anderen, die gucken sich dann nur die Machart des Journals an. Kann man dann zweiteilen. Ja, ein bisschen einfach beklebt und dekoriert. Und hier ist auch noch so ein schöner Kommentar. Ach, da hatte ich hatte das gekennzeichnet, da musste das noch trocken. Ich würde gerne als kugelige Eule mit Namen Fanny in einer großen uralten Kastanien leben. Ich würde als gelernte Unsinnmacherin all mein Wissen an die Kinder des Waldes weitergeben, aber niemals boshaft, immer lustig und liebevoll. Und ich bin sicher, in jedem Wald braucht es eine Eule. Und da könnte man ja hier auch noch eine einkleben, stempeln von dem Eulenpapier, wenn da ein Stück von über ist. Da gibt es so viele Varianten. Auch da habe ich gedacht, ich lasse es mal. Eulen haben die meisten Menschen irgendwie in ihrem Sortiment, damit man noch was zum Spielen hat. Bisschen Platz zum Schreiben, eine Seite zum Liebhaben. Und dann haben wir hier unseren dunklen kleinen Troll Carpe Noctum. Das ist ja der neue Spinnenstempel. Und eine Zuckersüße, die ich auch geschenkt bekommen habe, eine Häschenbüroklammer. Und da hat uns die Stefanie Wegemann einen schönen Kommentar geschrieben. Ich wäre in diesem Zauberwald gerne der Schrubbelhupp. Ein kleiner frecher Troll mit zerzausten Haaren. Am liebsten spiele ich Fangen und Verstecken mit den magischen Lichtern. Manchmal kitzel ich die Waldfeen auch an ihren Füßen und puste in ihre lange Haare durcheinander. Oder zupfe sie an den Flügeln. Das kann ich aber nur, wenn ich vorher einen Fliegenpilz gegessen habe. Dann bin ich nämlich für kurze Zeit unsichtbar und kann allerhand Schabernack treiben. Und ich finde Schrubbelhupp, den Namen muss ich noch dreimal lesen, bis ich mir den behalten kann. Aber ich finde, wenn der hier nicht aussieht wie ein Schrubbelhupp, dann weiß ich nicht wer. Also herrlich, was für ein schöner Name. Und es hat mir auch gefallen, dass so ganz viele in den Kommentaren in dem Wald gerne lustige Figuren sein wollten. Also so Quatschmacher und Spaßmacher und welche, die andere so ein bisschen necken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatten wir wirklich viele Kommentare in diese Richtung. Das alles so ein bisschen so mit einem Augenzwinkern von der lustigen Seite zu betrachten. Naja, und dass das so Quatschköppen wie Roland und mir ganz besonders gut gefällt, das kann man sich dann ja vorstellen. Da braucht man jetzt nicht viel Fantasie. Ja, hier habe ich dann nochmal ordentlich mit der Schablone rumgemacht.
einfach in allen Herbstfarben. Das macht mir so einen Spaß, mit den Distress Oxides und den Bürsten dann da einfach immer mehr Farbe drauf zu machen. Und trotzdem ist ja noch Platz zum Schreiben und zum Gestalten und noch ein, aus dem Elfenbuch, noch ein Lesezeichen mit reingegeben. So, dann natürlich die Drachenseite, nochmal ein bisschen Platz zum Schreiben. Eine schöne Collage mit einem Pilz und mit noch einem Pilz, weil wir auf dieser Seite sehr viel Pilze brauchen. Kokitos Journal 9452 hat nämlich geschrieben, ich wäre in einem fantastischen Wald der oberste Pilz, Vernetzer des Waldes und würde mit meinen Myzelen über deren Kommunikation dafür sorgen, dass alle zusammenwirken und an einem Strang ziehen. Meine Fruchtkörper sind unterschiedlich gestaltet. Je nach Bedarf können sie auch leuchten, einfach magisch. Mein Name ist Amanita Muscaria. Und Vorsicht, bei übermäßiger Beanspruchung kann ich auch giftig werden. Finde ich also herrlich. Und wenn man sich mal mit Pilzen ein bisschen beschäftigt hat, weiß man ja, dass diese Wurzeln, oder Myzelen, wie das ja wirklich dann heißt, unterirdisch, dass die kilometerlang wachsen können, dass die eine Wahnsinnsreichweite haben. Und so das als Kommunikation in so einem Wald zu verwenden, also auf die Idee zu kommen, fand ich schon ziemlich toll. Also vielen Dank, Koki, für diese herrliche Idee. Jetzt muss ich dazu sagen, wir kennen uns ganz gut und diesen wunderschönen Pilz, den habe ich von ihr bekommen. Dann hatte sie nämlich aus Versehen doppelt und dann habe ich den abgetreten gekriegt. Dann habe ich mich sehr darüber gefreut und damals oder zu der Zeit wusste ich ja noch nicht, was da für ein Kommentar kommt. Also das war jetzt wieder der totale Zufall, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich so einen schönen Pilzkommentar kriege, dann muss da natürlich auch der Stempel dazu her. Das ist ja wohl klar und habe den hier mal reingemacht und darum hat unser kleiner Drache hier tatsächlich auch einen Pilz. Und so ist das eben mit dem einen oder anderen, der mir oft und viel Kommentare schreibt und auch auf Facebook meine PN oder so, ne, dann kriegt man ja manchmal so ein bisschen Kontakt. Das ist dann immer ganz nett, wenn man also Kommentare hat und man weiß dann auch so ein bisschen, wer dahinter steckt. Das ist übrigens was, was ich an diesem ganzen Junk Journal, an dieser ganzen Community so klasse finde. Das ist ja, ich glaube, wer auf einer Ebene funkt, der funkt meistens auch auf allen anderen. Das heißt, du findest die Leute ja wieder in den verschiedenen Gruppen, dann haben die eigene Kanäle, dann siehst du sie auf Instagram und so. Das heißt, wenn du gerade auf Facebook zum Beispiel dich in eine von unseren Junk Journal Gruppen reinbegibst, am allerbesten in mehrere, also Junk Journal Deutsch von Luise und Junk Journal Inspiration Deutsch von Tina und Silke, sind also die beiden, glaube ich, wo im Moment noch am meisten Umtrieb ist. Und man trifft sich immer wieder. Und das ist irgendwie schön, weil nach einer gewissen Zeit erkennst du dann halt auch die Namen. Und dann weißt du auch schon so ein bisschen, was der eine oder andere macht. Dann hast du schon mal ein Video gesehen. Und man fängt an, so ein bisschen sich so vertraut zu fühlen mit den Leuten, obwohl man sie im echten Leben noch gar nicht gesehen hat. Das ist total verrückt. Aber das ist was mir einfach unheimlich gut gefällt und wahnsinnig viel Freude macht. Ist jetzt auch bei der Wichtelpost so. Ne? Es kommen ja jetzt hier die ganzen Wichtel rein. Ich habe also schon zwei Kisten voll Wichtelpost. Das wird dolle mit unserer Verlosung. Ich kann euch sagen, also ich hoffe, dass alle die, die jetzt vielleicht keine Zeit haben oder auch keinen Nerv, was einzuschicken, dass ihr auf jeden Fall Zeit habt zuzugucken und bei dem Spiel mitzumachen. Das Gewinnen wird sich so dermaßen lohnen. Und da sind so viele Namen, die ich als Kommentar immer wieder lese von Leuten, ne? Die mir einen Kommentar geschrieben haben. Und jetzt habe ich auf einmal einen Umschlag in der Hand, wo Namen draufstehen, wo es dann bei mir klingt, denkt, ach, das ist doch die und das ist doch der Kanal und oh, wie schön. Oder hat ja auch nicht jeder einen Kanal, ja? Nicht alle, die kommentieren, haben einen eigenen YouTube-Kanal oder über einen Internetauftritt, einen großartigen. Aber es ist so schön, weil ihr seht mir und hört mich ja immer. Ich weiß ja von euch gar nichts. Und dann da mal sowas in der Hand zu haben, das ist total irre. Das bringt euch alle noch viel näher, so als wir das jetzt schon haben. Und wisst ihr was? Das tut einfach gut. Das ist einfach richtig schön. Okay, jetzt höre ich mal auf, hier philosophisch in die Landschaft zu quatschen. Gucken wir das Journal weiter an. Hier haben wir also den Elfenreigen. Ich musste gerade mal kurz was gucken, sorry. Und dann habe ich halt diese Lichtelfe noch dazu gemacht. Und das hängt auch mit dem Kommentar zusammen, der von Petra ist. So ein schönes Papier, einfach wundervoll. Ich wäre gerne Petronella, eine gütige goldene Waldfee. Wenn ich durch den Wald schwebe, wird um mich herum alles in goldenes Licht getaucht. Und alle, die mich sehen können, sind nur noch glücklich. Liebe Petra, komm unbedingt hier vorbeigeflogen. Ich möchte gerne, dass du jeden Abend durch mein Zimmer schwebst und ich dann einfach nur noch glücklich bin und auf Wolke 7 einschlafe. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Denn gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft haben wir ja ziemlich viel anstrengende Tage und da wäre das mal ganz toll.
Ich habe ein bisschen Platz auch gelassen zum Schreiben. Man kann ja nicht alles dekorieren, ne? Das Journal soll ja auch noch benutzt werden. Hier ist noch so eine schöne Karte von Vicky. Wende dein Gesicht der Sonne zu und du lässt die Schatten hinter dir. Genau, wenn Schatten in der Sonne liegen, ne? Das haben wir ja jetzt gelernt. Das geht ja in die gleiche Richtung. Und hier habe ich das wie eine Pocket eingeklebt. Und ja, hier hinten steht das noch dran, Naturgeister Augsburg. Das ist noch die Adresse von dieser Veranstaltung, die schon Jahre her ist, hatte ich ja schon gesagt. Noch einer von meinen Jungs hier, von meinen Elfenjungs und noch ein bisschen Pilze. Und dann haben wir hier noch ein schönes Einhorn. Und das kann man auch aufklappen. Und auch hier habe ich jetzt keine Seiten mit reingebunden. Ich habe nur einen Aufkleber hingemacht, weil ich dachte, das überlasse ich auch dem neuen Besitzer. Ob du hier noch was mit einfügen möchtest oder ob du hier lieber was hinschreiben willst, wie auch immer. Und der Kommentar ist von Jutta Koch. Im Fantasy-Wald wäre ich eine Wächterin der Einhörner und hieße Lavinia. Tagsüber würde ich als junges Mädchen am Waldrand sitzen und auf eine wunderschöne Blumenwiese schauen, wo die Einhörner grasen und dabei auf der Thin Whistle spielen. Nachts würde ich mich in eine Kräuterfee verwandeln und Heiltränke zaubern, da ich eine Gestaltenwandlerin bin, würde ich auch anderswo im Wald aushelfen, wenn ich gebraucht würde. Ich finde diese Vorstellung, so eine Gestaltenwandlerin zu sein und die Einhörner zu bewachen, fand ich also auch total schön. Und dann haben wir hier gleich den nächsten Kommentar. Hier habe ich diese zwei süßen Elfenmädchen. Wir gucken uns erstmal die Seite noch an. Hier ist noch ein bisschen was zum Aufklappen. So, ein schöner Pilz. Und das ist von der Gelinde der Kommentar. In eurem Fantasy Forest wäre ich gerne Grisildis, die ein Ohr für alle, die im Wald leben, hat. Ich würde mir die Sorgen, Ängste und Nöte der Bewohner anhören und dann würde es ihnen besser gehen. Sie wären überzeugt davon, dass sie alles schaffen und überstehen und würden erleichtert werden. Nein, und würden erleichtert wieder nach Hause gehen. So, Entschuldigung. Ja, es ist auch eine schöne Idee, oder? Dass man durch reines Zuhören Menschen dazu bringt, dass sie wieder Selbstvertrauen gewinnen. Das wäre eine Fähigkeit, die ist, finde ich, überaus wünschenswert. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir stellen fest, dass in unserem Fantasy Forest lauter richtig gute Geister leben. Ja, dann habe ich hier nochmal das Gedicht von der Elfenschule. Das ist eines von meinen Lieblingsgedichten. Ich schreibe sehr, sehr viele Gedichte oder ich habe im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Gedichte geschrieben, so muss man es eigentlich sagen. Und es ist immer wieder so, dass es Gedichte gibt, die lese ich immer wieder gerne und denke immer, die würde ich heute noch schreiben. Und ich habe auch Gedichte geschrieben, wo ich denke, was ist denn das für ein Müll? Was um Himmels Willen hat mich denn da geritten? Und dann gibt es Gedichte, bei denen ich denke so, das hat Potenzial, da müsstest du nochmal drüber gehen, müsstest du nochmal überarbeiten. Und die habe ich gerade alle zusammengesammelt. Deswegen habe ich ja gesagt, es wird demnächst irgendwann, wie ich halt so fertig werde, ein Poetry Journal geben, wo ich diese Sachen alle mal reinmache. Weil das auch so lustig ist, wenn man an diesen Gedichten auch so den Verlauf meines Lebens sehen kann. Also als die Kinder klein waren, habe ich ganz andere Gedichte geschrieben, als zu einer Zeit, als ich noch gar keine Kinder hatte. Als ich Roland kennengelernt habe, haben wir es alles ein bisschen romantisch. Dann später kam dann so diese Fantasy-Phase, wo ich also mehr solche Elfen- und Einhörner-Gedichte und so ein Zeug geschrieben habe. Und es ist lustig. Also ich glaube, wenn man Gedichte liest, die Menschen geschrieben haben, da lernt man viel über diese Personen. Und da habe ich tatsächlich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, bis ich diese uralten Dinger zum Teil so rausgekramt habe und gedacht habe, guck mal an, ja, was da für eine Entwicklung drin steckt, ist schon sehr interessant. Und also das ist schon vor einer ganzen Weile passiert, ne, dass ich das gemacht habe und kau schon eine Weile auf diesem Poetry Journal, auf dieser Idee rum. Und ich lese sehr viele Gedichte, die Menschen schreiben. Und seit ich da so ein bisschen drauf gestoßen bin, lese ich diese Gedichte auch nochmal anders und gucke da auch nochmal ganz anders hin, was da für eine Person hintersteckt. Finde ich sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ich bin mir sicher, hier gibt es eine Menge Menschen, die auch sehr gerne Gedichte mögen. Und von daher denke ich immer so, ja, ne, da kann man so ein bisschen dran fühlen. So, jetzt haben wir hier noch eine von unseren Ladies in dem roten, in dem roten Kostüm. Und auch dazu gibt es einen Kommentar. Huch. Entschuldigung, das war mein Handy. Hab vergessen, auf stumm zu schalten. Die Bastelfee hat mir geschrieben, ich wäre eine der drei roten Damen. Meine Leidenschaft wären Pilzmarmelade in allen schimmernden Farben, die die Farbewelt hergibt. Mein Name wäre Schwammelinchen. Ich möchte auch bunte Pilzmarmelade. Die Idee finde ich also so schön. Und hier haben wir dann eine Dame im roten Kleid mit einem roten Pilz.
Was für eine coole Idee. Ich habe schon in Amerika, als ich da gelebt habe, die machen Jelly, also Marmelade im Prinzip, auch aus anderen Sachen. Also nicht nur aus Früchten, sondern auch aus Tomaten und Paprika und mit diversen Kräutern und so. Und gerade die, also was ich dort zum Probieren bekommen habe, diese Paprika-Jelly, die war schon süß, aber die war auch ein bisschen scharf. Erinnert so ein bisschen so an Chutney, aber bei weitem nicht so scharf wie diese indischen Chutneys. Und das fand ich sensationell, weil ich kannte bis dahin nur wirklich nur hier Erdbeerkirsch, ne, so die üblichen Marmeladen, die man so hat. Rhabarber war schon das höchste der Gefühle. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man Brokkoli-Marmelade kochen könnte aus dem Brokkoli-Wasser und die entsprechend würzt und dass das auf einem schönen, würzigen Brot richtig cool schmecken kann. Also Pilzmarmelade ist ein neues Level. So, hier habe ich dann auch noch die Karte von dieser ja, Amazone im Prinzip, Amazonen-Elfe. Und dazu hat es tatsächlich auch einen Kommentar gegeben. Jessys Kreativchaos hat uns geschrieben, ich wäre wohl der kleine Fliegenpilz, Elfenkriegerin Agarik Pian. Das bedeutet Fliegenpilz auf Birmanisch. Meine Aufgabe besteht darin, mit meinem Gefährten Blinky, dem Glühwürmchen, regelmäßig Boden Erkundungsgänge zu machen und zu schauen, ob rund um das magische Dorf alles in Ordnung ist. Sollte ich eine Gefahr entdecken, wie ein Fluffelschlurm zum Beispiel, diese kleinen fiesen Samengeister, dann rufe ich mit meiner Flöte Verstärkung und stürze mich gemeinsam mit Blinky in die Schlacht. Mein Spezialangriff ist die Giftspore, womit ich meinen Gegner betäube und außer Gefecht setzen kann. Und wenn Blinky dann noch seine Fähigkeit Blitzer einsetzt, sind die Gegner kurzzeitig erblindet und wir können sie in Ruhe weit wegtragen, sodass sie, wenn sie wieder zu sich kommen und wieder sehen können, den Weg zurück zum Dorf nicht mehr finden. Das wäre meine tägliche Aufgabe im Fantasy Forest. Ja, das ist ja schon wieder Potenzial für ein ganzes Bilderbuch, oder? Ich finde es so herrlich. Jetzt muss ich das Wort nochmal lesen. Wie hießen die? Fluffelschlurms. Ah ja, ein Fluffelschlurm ist also ein fieser Samengeist. Alles klar, wir haben wieder was dazu gelernt. Leute, ich sag's euch, es wird noch ein Fantasy Forest 2.0 geben, wo Roland diese ganzen Kommentare mit diesen ulkigen Namen nimmt und wo wir uns hinsetzen werden und wir werden zu diesen Dingern bestimmt irgendwie Gesichter entwerfen. Wenn ich ihm das sage, dann kriegt er wieder einen Anfall, aber wenn wir damit anfangen, dann wird das bestimmt cool. Ich habe keine Ahnung, es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis wir das umgesetzt bekommen, aber die Ideen, die sind so klasse. Ich will auch ein Bild von einem Blinky-Glühwürmchen, was irgendwelche Blitze durch die Gegend wirft. Ja, ich finde das so cool. Da muss man doch was mitmachen. Das kann man doch nicht einfach so durchwinken, was ihr euch da alles habt einfallen lassen. Mein Problem ist immer, ich habe viel mehr Ideen als Zeit. Das heißt, das alles umzusetzen, das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Was ich auf jeden Fall weitermachen werde, was mich total bestätigt hat in der Idee, diese Kommentare auszudrucken und hier reinzukleben, ist, als ich die dann in der Hand hatte, die ausgedruckten, die paar, die ich mir rausgesammelt habe und dann gesehen habe, wie gut das einfach zu diesem Papier passt. Das ist einfach nur wunderschön. Und hier haben wir noch so eine Tapetenelfe. Das waren zwei verschiedene, die vom Anfang und diese hier, die ich da fürs Kinderzimmer hatte. Wer zu sich selber finden will, darf andere nicht nach dem Weg fragen. Das ist ja von unserem Stickerbogen. Und dann noch ein bisschen Platz zum Schreiben und zum selber gestalten. Und das ist eine CD-Hülle, die ich mit der Embossing, mit dem Embossing-Folder bearbeitet habe. Und dann habe ich einfach meinen Cluster mal hier reingesteckt. Die Collage fand ich auch mal ganz lustig, die Idee. Und auch da haben wir schon wieder einen Kommentar. Moment. Sich abmachen, damit das nicht so aufflackt. Ich rutsche mal ein Stück hier rüber. Das ist nochmal ein kreatives Chaos, aber diesmal ist es Ediths kreatives Chaos. Fand ich auch interessant, dass es also mit kreativem Chaos und unterschiedlichen Vornamen tatsächlich verschiedene Kanäle gibt. Ich bin Ricarda Ricardsrum aus Rumshausen, ein Zungenbrecher. Meines Zeichens eine halbe Gnomin, Vater Gnom, Mutter Mensch. Ich bin in den magischen Wald gezogen, weil unter den Menschen zu leben war nicht ganz so lustig. Die waren ziemlich fies. Jetzt lebe ich in einem kleinen Baumhaus und meine größte Leidenschaft ist es, Pilze anzubauen. Meine Pilze helfen für und gegen alles. Im Notfall kannst du sie auch rauchen. Ich habe da welche gegen Liebeskummer und Lachanfälle. Ich habe da welche gegen Liebeskummer und um Lachanfälle zu erzeugen. Oder Stinkpilze gegen ungebetene Eindringlinge. Brauche ich unbedingt. Ich brauche eine Tüte Stinkpilze. Als Haustiere habe ich eine Riesenmotte, mit der ich auch manchmal durch den Wald fliege. Meine besten Freundinnen sind Luisa Lurch, eine Echsendame,
mit einem Fabile für viktorianische Mode und Agathe Drusenstein, ein Waldgeist mit dem Hang, sich vor allen und vor jedem zu fürchten. Ist das herrlich. Das ist doch auch wieder komplettes Bilderbuchpotenzial, oder? Kann man sich so richtig vorstellen, die Echse in den viktorianischen Klamotten? Da würde ich gerne zeichnen können. Da könnte ich direkt ein Bild malen. Und ich fand dieses Mischwesen, ich fand, dass das zu ihr hier ganz gut passt. Darum habe ich die Kommentar dazu geklebt. Dann haben wir hier noch eine Elfe aus dem ersten Elfen-Set, aus dem Elfenzauber. Wir haben ja zwei, es gibt ja noch die Vintage-Elfen. Und die passen natürlich, das ist eigentlich fast alles hier, das Papier-Elfenzauber, was ich hier mit rein verwendet habe, weil ich da noch so viele Reste von hatte. Es ist nie zu spät, um zu sein, wer man sein will. Und wenn es auch nur eine Figur aus dem Fantasy Forest ist. Ein paar Lesezeichen, die kann man immer brauchen. Ich gehe in den Wald, um den Verstand zu verlieren und meine Seele zu finden. Und hier habe ich dann noch einen wunderschönen emaillierten Pilzcharm mit dran gehängt. Kann man sich so richtig vorstellen, wie die Kleine ihre Seele findet und die weisen Baumgeister ihr dabei helfen. Hier nochmal eine nette kleine Collage von einem Waldwesen. Und hier haben wir ein Füchslein, das schläft. Und hier haben wir ein ganz besonderes Füchslein von Barbarella. Die hatte nämlich die schöne Idee. In eurem Zauberwald würde ich als kleiner Fuchs. Heute klappt das nicht mit dem Lesen, Leute. I'm sorry. Euren Zauberwald würde ich als kleiner Fuchsgeist betreten. Freunde nennen mich Klimperstern, denn meine Augen haben eine Sternform. Und an meinen drei puscheligen Fuchsschwänzen sind kleine Anhänger und Glöckchen befestigt, die sanft und geheimnisvoll klimpern, wenn ich durch die Wälder streife. Und weil ich ein Fuchsstempelchen habe, habe ich dem ein paar Sternchen in die Augen gemalt, weil ich das so niedlich fand. Und ich fand die Idee, dass der Fuchs drei kleine Schwänzchen hat, die so vor sich hin klimpern mit Glöckchen, fand ich auch ganz zauberhaft. Gefällt mir total mega gut. Ja, hier ist dann ein bisschen nochmal das Elfenpapier ausgeschnitten, nicht der Fantasy Forest. Auch das kann man schön zerlegen. Aber das ist hier aus unserem Papierset eine kleine Collage nochmal. Und ein bisschen gestempelt. Und wieder das Elfenbooklet. Ihr seht also, es ist wirklich wild gemischt. Dann nochmal aus diesem schönen Naturbuch, was ich da habe. Ein schöner Pilz für kleinere Notizen hier, ein extra Heftchen. Und dann die Karte mit meinem wunderschönen Karussell, was mir so richtig gut gefällt. Und hier habe ich dann den Baum einfach so ein bisschen aufgeschnitten. Das habe ich ja in den Hex mal gezeigt, ne? Bei den Mäusepapier, dass man einfach schauen kann, welche Teile von dem Bild eignen sich dafür, einfach um sie so ein bisschen aufzuschneiden. Und dann habe ich die Karten von den Jungs da reingesteckt, damit man die noch weiter verwenden kann, um dieses Journal zu dekorieren. Dein Leben von heute sollte deinem Traum von gestern entsprechen. Wie schön, wenn man noch so klein ist, ne? Und noch alle Träume vor sich hat. Muss man noch nicht zurückblicken, sondern... Ja, aber was man in dem Alter träumt, sollte man dann vielleicht, wenn man dann ja, 20, 30 Jahre mehr auf dem Buckel hat, in der Rückschau hoffentlich das eine oder andere schon leben können, was man geträumt hat. So, da habe ich dann also auch wieder völlig wirr herumgeklebt. Also das hier ist tatsächlich eine Pocket. Da habe ich dann aus dem Elfenpapier ausgeschnitten diesen Kreis reingesteckt. Und den Teil hier kann man so aufklappen. Und auch hier ist ein schöner Kommentar. Ich wäre ein winziges, fliegendes, flirrendes Wesen, das die Macht hat, alles zum Guten zu lenken. Konflikte, Hunger, Wetter und Freundschaften sind mein Spezialgebiet. Ich lenke für mich selbst auch alles zum Guten und ein riesiger, eigentlich sehr grummeliger Drache verliebt sich in mich. Mein Name ist Goodwill Mary. Und ihm sieht man ja wohl an, wie sehr er dieses kleine Wesen liebt. Darum musste ich diesen Kommentar hier hinkleben, weil er ja so freundlich guckt und sie ihm dieses Lichtchen bringt. Und ja, da habe ich schon gedacht, so, das hat Geschichtenpotenzial. Und ups, da kommt die Geschichte. Vielen Dank, liebe Goodwill Mary, für diese schöne Idee. Stecken wir das wieder da rein und klammern es auch gleich wieder fest. Und natürlich könnte man in dieser Pocket auch noch alles mögliche andere unterbringen. Aber mir hat das jetzt einfach mal so gefallen. Und auch hier. Und diese Idee, diese Kreise alle so auszuschneiden aus diesem Elfenpapier, das war tatsächlich nicht ich. Das ist auch etwas, was meine Kreativassistentin veranstaltet hat.
Und da hatte ich eben noch ein Packen von Papieren, die sie irgendwie zurechtgeschnibbelt hat. Und da habe ich von diesem Elfenpapier alles rausgesammelt, weil sich das so angeboten hat, das hier so mit reinzumachen. Und dann hier einfach mit der Stempelfarbe so drüber gehen. Wenn man das dann aufklappt, ne, dann sieht es ganz besonders interessant aus. Nochmal einen kleinen Sticker, nochmal mit einem Metallic-Stempel ein bisschen reingestempelt, einfach nur, damit die Seite ein bisschen spannender wird. Und hier haben wir dann nochmal so eine schöne Postkarte. Wer Schmetterlinge lachen hört, weiß auch, wie Wolken schmecken. Das ist ein Zitat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Schriftsteller war. Aber das ist ein ziemlich langes Gedicht. Oder ich glaube, es war sogar ein Liedtext. Das geht auf jeden Fall noch ewig weiter. Ich habe den Satz nämlich mal so, wie er hier steht, einfach bei Google eingegeben. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Nur wen das interessiert, ich kann euch nur empfehlen, das mal zu machen. Weil das Ding hatte mehrere Strophen. Und das fand ich unglaublich interessant. Also es ist sehr, sehr schön. Und eigentlich ist es schade, dass man immer nur diesen einen Satz davon kennt. Es ist nicht gemeinfrei, das heißt, ich konnte es nicht benutzen, sonst hätte ich das schon längst mal auch mit in einem Journal verwendet, aber da muss man ja auch immer sehr aufs Urheberrecht gucken. So, hier haben wir noch einfach einen Platz zum Schreiben. Können wir einfach mal aufklappen, so, und so rumklappen. Und hier ist der Kommentar, der eigentlich zu diesem Haus gehört, zu diesem wunderschönen kleinen, ja, Elfen, Hexenhäuschen, was auch immer. Ich wäre eine kleine Kräuterhexe mit dem Namen Herbaria, die in ihrem verwunschenen, mit Efeu bewachsenen Häuschen lauter Tinkturen herstellt und bis unter das Dach getrocknete Pflanzen und jede Menge Bücher liegen hat. Nachts beobachte ich dann mit einer dampfenden Tasse Tee die Sterne und lasse die Seele baumeln. Das war somit einer der ersten Kommentare, die unter unserem Video standen. Und ich weiß noch, dass ich da drunter geschrieben habe, ich wäre gerne deine Praktikantin und würde gerne Tee mit dir trinken. Weil das ist eigentlich so, das entspricht so meiner Idee, was ich so tun würde in so einem Wald. Ich wäre auch so eine Kräuterhexe und ja, würde dann immer in so einer Hütte bauen, würde den ganzen Tag im Wald rumlaufen und würde Kräutlein und Früchte sammeln und irgendwelche Tinkturen zusammenbrauen. Und ich bin ja nun mal in meinem ersten Leben Krankenschwester gewesen, ziemlich lange, und so ein bisschen habe ich immer so diesen Heiler-Aspekt in meinem Leben. Ja, das würde ich dann wahrscheinlich in so einem Märchen auch tun. Ich würde dann auch die Waldapotheke oder sowas betreiben. Hier haben wir dann schon gleich den nächsten Kommentar bei unseren süßen Elfenomern von der Uschi. Ich wäre im Fantasywald gerne eine alte, ergraute Oma, die den kleinen Elfen und Gespensterchen und alles, was da so heranwächst, an mystischen Gestalten erzählt, was früher war und was da war, als der Wald noch kleine Bäume hatte und die Wurzeln schmal waren, dass man darunter kriechen konnte. Mein Name natürlich Omischu. Finde ich total schön. Ja, das ist Uschi einfach rückwärts, ne? Omischu. Süß. Und mich hat die Idee so fasziniert, dass der Wald mal ein Baby war. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Das hat auch wieder so Potenzial für eine Wahnsinnsgeschichte. Als der Wald noch ein Baby war und erst noch groß wachsen musste und alles war noch ganz klein und ganz zart und so, das triggert bei mir sonst was an Ideen. Fand ich also auch einen wunderschönen Kommentar. Ja, und dann haben wir hier eine meiner Lieblingsseiten im Set. Das habe ich auch schon öfter gesagt. It's okay to be different. Und da ist eben jetzt die Frage, wer von den beiden ist denn jetzt hier so different? Weil er natürlich in einem Wald voller magischer Wesen wahrscheinlich überhaupt nicht auffällt und sie als Prinzessin wahrscheinlich eher diejenige ist. Hier haben wir dann einen Schlüssel. Schlüssel zur Weisheit, Schlüssel zum Glück, was auch immer. Und nochmal hier unsere beiden Figuren aus dem Booklet, die man dann nochmal verwenden könnte und verbasteln. Hier ist das Einhorn-Gedicht. Das haben wir jetzt auch oft genug vorgelesen. Das mache ich jetzt auch nicht nochmal. Wir haben auch so genug zum Gucken. Heute geht es um die Kommentare. Ja, das ist eben Elfenzauber. Fantasy Forest, Elfenzauber. Ne? Wilde Mischung aus diesen beiden Papiersets. Schablone, die müsste es jetzt eigentlich auch wieder im Shop geben. Die ist nämlich nochmal nachgekommen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht schon wieder ausverkauft ist. Das geht dann immer weg wie nix, sobald die neuen Sachen dann, also die Sachen neu eingetroffen sind. Ich habe immer das Gefühl, da liegt eine ganze Armee auf der Lauer und wartet nur darauf, um sich drauf zu stürzen. Und dann sind sie oft gleich wieder weg. Warum ich das sage? Weil ich ab und an mal so Beschwerden bekomme, dass sie sagen so, ja, und du hast doch gesagt, das kommt wieder und jetzt habe ich geguckt. Ich sage so, ja, es ist ja auch gekommen. Aber es war wieder innerhalb von einem Tag, war das alles einfach weg, das Zeug. Und unser Lager ist nur so groß. Ich kann nicht tausende von diesen Dingen da reinlegen, das geht nicht. Ja, wir haben also immer eine gewisse Menge und wenn die weg ist, ja, dann muss man eben warten, bis es wieder kommt. So ist das halt. Ich bin ja nicht das große A mit gigantischen Lagerhallen. Das ist halt der Unterschied.
Ja, wir gucken schon immer, gerade wenn wir neue Sachen rausbringen oder wenn Newsletter sind oder so, dass ich dann nochmal ordentlich aufstocke, dass die Sachen wieder da sind. Aber wenn Artikel sehr beliebt sind, kann ich nichts dran ändern. Das ist dann halt so. Da muss man einfach schnell sein. Manu einfach ich, finde ich, also ist ein herrlicher Name auch, ne? Ein Name für YouTube. Ich wäre in diesem wundersamen Wald Molly Moosschuh. Ein wenig eigenartig, schrullig und am Tage kaum zu finden. Am Abend immer in der Nähe des Orakels anzutreffen, im Gespräch mit den vielen längst vergangenen Wesen des Waldes. Jeder, der vorüberkommt, lauscht gerne den wundersamen und spannenden Geschichten, die Molly erzählt. Keiner weiß, was für ein Wesen Molly eigentlich ist, wie sie hierher kam und wie alt sie eigentlich ist. Aber sie kennt so viele Geschichten, dass man glaubt, sie muss älter sein als die Zeit. Ist das nicht schön, älter zu sein als die Zeit? Wahnsinn, oder? Was für eine Lebenserfahrung. Finde ich also auch eine ganz, ganz süße Geschichte. Hat mir unheimlich gut gefallen und dann habe ich sie hier genommen. Sie sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen spaßig und ein bisschen verwegen und auch wie jemand, der sehr, sehr viel Lebenserfahrung hat. Und vor allem ist sie grün, deswegen fand ich Moosschuh ganz passend. Und jetzt haben wir es schon geschafft. Jetzt haben wir so viel gehört, fast am Ende angekommen. Hier ist nochmal eine Seite aus unserem Fantasy Forest Heft. Das ist aus dem Booklet. Habe ich auch wieder extra mit dem Brett dran gemacht, falls das umgedreht werden soll und bemalt werden, besteht die Möglichkeit, noch einen von diesen Riesentags mit den Lesezeichen aus dem Elfenset. Auch die sind schwarz-weiß, die können noch eingefärbt werden. Das habe ich ja bei dem Mäusemalbuch erklärt, wie das geht. Motiv ist ja egal, wenn man das bei Mäusen kann, kann man das auch bei Elfen. So, dann kann man das hier aufklappen. Hier habe ich dann nochmal einen kleinen Tag geklebt. Mit, sie hier, mit die Winzbraut Edeltraut, ne, mit den roten Haaren, finde ich also herrlich. Und hier ist nochmal eine Postkarte, die ich auch sehr, sehr schön finde, weil sie ist so hübsch hässlich, also ist ja auch mit Absicht so gemacht. Das Leben ist unendlich viel seltsamer als irgendetwas, das der menschliche Geist erfinden könnte. Halleluja, das ist ja wohl sowas von wahr. Und ich mag das so, die ist so skurril, ne? So vom ist so ganz anders vom Aussehen. Und da habe ich einen totalen Faible für so Dinge. Das mag ich immer. Ich mag immer Dinge, die einfach so anders sind und auch anders schön. So nicht im landläufigen Sinne. Und dann haben wir hier nochmal die Postkarte vom magischen Baum, wo ich nochmal geglitzert habe. Wie verrückt sieht man das mit dem orangenen und den gelben Stickles. Und das hat halt so einen irren Effekt. Das macht so einen Spaß. Weil man muss nicht viel machen und dann sieht es hinterher trotzdem so toll aus. Wenn man wenig Zeit zum Basteln hat, ist das perfekt. Und unser schöner Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Wir sind zu Ende und ich glaube schon, dass es gut ist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dir haben die Kommentare gefallen. Und schreib mal dazu, was du so denkst. Magst du das denn gerne, wenn solche Kommentare vorgelesen werden? Nervt dich das, weil du einfach lieber sehen willst, was hier gebastelt wurde? Hast du gerne Gedichte? Magst du mir mal sagen, ob du gerne noch mehr so Gedichte hören würdest? Wie findest du Idee mit einem Poetry Journal? Wäre es sinnvoll, diese Gedichte dann zur Verfügung zu stellen? Oder reicht das, wenn man sich das einmal anhört und dann ist es auch gut? Das sind alles so Gedanken, die mich so umtreiben, weil das für mich ja dann auch so ein bisschen Input gibt, wie ich weitermache mit meinen Journalen. Also wenn du dazu irgendwas sagen möchtest, freue ich mich über einen Kommentar von dir. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch, ein Like. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und es hat dir gefallen, dann möchtest du das vielleicht tun, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Und jetzt, es ist Sonntag. Ich hoffe, du hast Zeit, in dein Bastelzimmer zu gehen und dich glücklich zu basteln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.